Es sind die letzten Atemzüge des Märzes, eines extrem sonnigen, extrem warmen und extrem trockenen Märzes und grüße Sie damit zu Ihrem Bayernwetter. Und dieser März gehört zu den wärmsten Märzmonaten überhaupt seit Aufzeichnungsbeginn aus dem Jahre 1761. Viel, viel wärmer geht es eigentlich nicht mehr, auch wenn wir vor einer Woche noch einen markanten Wintereinbruch hatten. Jetzt geht es erst einmal durch eine sternenklare oder höchstens leicht bewölkte Nacht in einigen Niederungen wie die Wertach entlang, an der Iller, an der Donau, am Lech oder auch an der unteren Isar bildet sich örtlich Nebel, ebenso am Bodensee. Die Temperaturen sinken im Schnitt auf 6 bis 1 Grad in Alpnähe, auf der Fränkisch-Schwäbischen Alb und im Bayerischen Wald bekommen wir in geschützten Muldenlagen leichten Frost. Morgen tagsüber scheint in Franken die Sonne oft von einem wolkenlosen Himmel und gelegentlich ziehen mal ganz, ganz dünne, hohe Wolkenfelder vorüber. Die Höchstwerte erreichen 20 bis 22 Grad. An der Mainschleife und auch rund um Aschaffenburg können bis zu 23 Grad erreicht werden. Deutlich kühler bleibt es im Frankenwald mit leicht auffrischendem Wind, der hier aus nördlichen Richtungen kommt, mit nur ungefähr 17 Grad. Aber geschützt in der Sonne fühlt sich das ohnehin wärmer an. In der Oberpfalz und den Niederbayern geht es ebenfalls durch einen sehr sonnigen Tag mit Höchstwerten zwischen 19 Grad im Steinwald und 22 Grad rund um Regensburg und auch im Gäuboden werden bis zu 22 Grad erreicht. Auch Richtung Rottal sind es 21, 22 Grad. Der Wind ist nur schwach unterwegs, kommt aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen. Im Süden ist es ebenfalls sonnig und warm. Schwaben, Allgäu und Oberbayern. Hier liegen die Temperaturen meist so zwischen 20 und 21 Grad. Ein bisschen kühler bleibt es in den Alpentälern, wo wir noch Schneeflecken haben. Oder auch an den größeren Seen. Wenn der Wind vom Wasser kommt, ist der Wind allerdings ablandig, ist es eben kühl, ist er auflandig, dann ist es wärmer. Nee, es ist genau umgekehrt. In den kommenden Tagen geht es so weiter. Mit viel, viel Sonnenschein und sehr hohen Temperaturen, die bis zu 24 Grad erreichen. Allerdings nimmt das Schauer- und Gewitterrisiko allmählich zu. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.